Hey, du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann! Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Bitte! Oh Mann! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Mir geht's gut. Dann komm raus, schnell! Komm her, du Mist! Lass mich los, du blöder Sack! Hallo? Warum stand da jetzt F? Welche Taste muss ich denn dann drücken? Mir geht's gut. Dann komm raus. Ich bin nicht gestorben, weil der mir irgendwas vom PC angezeigt hat. Super. Komm her, du Mist! Lass mich los, du blöder Sack! Zeig mir die richtige Taste. Scheiß dir! Verdammt nochmal! Was ist bloß los mit denen? Atme durch! Los, gehen wir! Okay. Achtung! Mist! Bleib unten! Nimm deine Pistole, Joel! Ellie, geh mal woanders hin. Vielleicht kann ich den lautlos killen. Ja.
Gleich auch nicht. Geh weg, Ellie. Geh weg. Nagelt ihn fest. Oh, wieso kann ich den nicht... Hallo, wieso kann ich dich nicht schlagen? Wieso hat er die Waffe nicht mehr in der Hand? Mann! Ellie, geh weg da. Ich muss den abschießen. Das wird mir jetzt blöd. Das sind zwei auch noch. Na toll. Ist der da drüben? Nein. Verteilen! Dieser Drecksau! Na komm, komm. Komm. Scheiße. Achtung! Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oh ja, bloß nicht kontern oder so. Ich weiß. Du auch. Setz dich jetzt runter. Mann. Ah, ich muss erstmal die richtige Taste drücken. Jetzt mach. Ja, schieß bloß nicht! Mach mal langsam! Du kriegst ja auch wirklich null Munition, ne? Okay. Ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Ist nicht euer Ernst jetzt gewesen? Vor allen Dingen, die ganze Zeit drücke ich dann auf Hauen und der haut nicht. Der lässt sich einfach die ganze Zeit nur hauen. Boah, Joel ist so ein Weichei geworden. Mann. Was ist mit euch? Nee, das will ich nicht tauschen. Oder ist noch was? Sehr gut. Nee, das ist voll. Hier, das ist voll. Das kann ich auch nicht machen. Okay, ich finde hier irgendwie gar nichts so Nützliches. Patronen habe ich so die zwei, glaube ich, eben noch bekommen. Aber ansonsten ist hier gar nichts drin. Oh, da ist noch was. Oh. Was? Was will die? Ist trotzdem nur das Gleiche, oder was? Es ist alles voll. Den. Nee, ist beides. Ach so, das ist beides nur so ein Ding. Okay. Ich habe den. Ja, ich habe den Backstein drin. Den wollen wir natürlich nicht. Ach, den hätte ich sonst auch nehmen können, ne? Oh. Wo ist Ellie denn jetzt schon wieder? Ellie! Mädel! Hä? Wo ist sie hin? War die gerade... Ach, die ist draußen. Geht's noch? Da ist auch nichts mehr drin. Was ist mit der Waffe? Ich würde gerne wechseln. Ich weiß aber nicht. Nee, dann geht der direkt auf eine andere Waffe. Scheiße. Das heißt mit anderen Worten, ich habe da gar keine Munition für. Das ist richtig, richtig Mist. Okay. Och, wo ist Ellie denn jetzt schon? Ach, da hinten. Okay.
kann doch nicht immer abhauen hier. Ah, sehr schön. Munition. Nee, eine Flasche. Oh. Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Zombie. Gerade so komisch geschrien. So, Frage ist, finden wir hier noch irgendwas Brauchbares? Oder schön wäre auch ein Firefly-Anhänger oder sowas. Es muss einen besseren Ausweg geben. Ach, das ist wieder kein Stofffetzen gewesen. Oh. Halt, stopp. Nee, das war nur... Okay. Ja, ich schätze, da müssen wir wohl da durch. Fast ohne Munition und... Oh, da ist auch noch was. Geh da rein, los. Ah, das ist voll, natürlich. Auf der anderen Seite war, glaube ich, noch Klebeband. Ja? Nee, doch nicht. Okay. Hier war ich... War ich jetzt hier eben? Nee, war ich nicht. War das jetzt ein Stofffetzen? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall Klebeband, das ist schon mal gut. Das war Verarsche, da war gar nichts drin. Und hier? Auch nichts. Oh toll. Ich werde es trotzdem nicht müde, immer wieder welche aufzuziehen, weil wir können ja auch mal Glück haben, so wie jetzt beispielsweise, mit Ersatzteilen. Das haben wir alles. Haben wir da noch irgendwas bekommen? Oh ja. Einmal können wir wenigstens noch machen, aber ich kann mich jetzt nur noch zweimal heilen. Das ist natürlich... Ah, geht dem ja auf und sagt, dass der die Waffe nie in der Hand hat. So. Hier ist auch noch was zum Öffnen. Sehr schön. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Jetzt gebt mir doch nicht auf und sagt mit euren Hinweisen... So, jetzt können wir weiter. Na los. Boah, ja, bloß nicht gedrückt halten. Okay, jetzt versuche es, mit irgendwas aufzuheben. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Kinder. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Ich sehe schon wieder was blinken. Da. Oh. Echt krasses Zeug. Ja. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Nimm bloß nicht die Sachen, wo ich vorstand. Kein Thema. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Rauchbomben erzeugen eine Wolke, die die Sicht des Feindes blockiert. Außerdem betäuben sie Feinde beim Aufprall und ermöglichen es dir, sie mit Y zu packen oder zu entkommen. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. So, darf ich jetzt endlich mal die Sachen nehmen, die ich gerade anvisiert hatte? Danke. So, ist hier noch irgendwas? Drum, drum, drum. Ich kontrolliere gerne jeden Winkel. Aber das sage ich ja jedes Mal. So, 5.8. Schuhe 4-mal, Jacke, sonstige Kleidung 6-mal, Reifen 4-mal, diverse Medizin 2-mal, Kochgeschirr. 6.8. Schuhe 2-mal, diverse Kleidung 3-mal, Rucksack, Konserven 3-mal, getrocknetes Essen 4-mal. 7.8. Schuhe 4-mal, Jacken 2-mal, diverse Kleidung 7-mal, getrocknetes Essen 2-mal, 8.8. Nichts. Alle waren zu beschäftigt, dieses verrückte Huhn zu jagen. Okay. So. Haben wir hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, tja, Ellie. Tut mir leid, aber da müssen wir weiter.
Das sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas ist. Ach, komm. 5 Minuten später. Zumindest für mich, weil mal wieder ein Absturz gewesen ist und ich dementsprechend mal wieder komplett von vorne anfangen kann. Zumindest in diesem Raum, also nicht im Spiel, weil wenn ich das Spiel immer wieder von vorne anfangen müsste, dann würde ich total die Krise kriegen. Habe ich den eben auch genommen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Nee, Werkzeugstufe 2. Oh, den habe ich übersehen. Sehr schön, dass das Spiel mal wieder gecrashed ist. Zumindest was das angeht. Dann habe ich nämlich die Werkzeugstufe drin. Aber hier lagen auch noch Sachen. 2 Stück. Die sind jetzt nicht mehr hier drin. Das finde ich nicht nett. Ja, das haben wir ja alle schon gelesen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das war nur die Inventarliste. So, jetzt können wir hier öffnen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Konnten wir das eben auch? Oder liegen die Sachen jetzt quasi hier drin, die wir jetzt vorher woanders hatten? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir haben jetzt aber immer noch keine Pistolenmunition bekommen, so wie es aussieht, ne? Das ist doch Mist. Ich guck nochmal eben. Nee, er geht immer auf die andere. Das ist so ätzend. Na gut. Weil die ist wirklich blöd, die Waffe. Also die mag ich überhaupt nicht, weil die halt irrsinnig lange braucht, bis die schießt und alles. So, sollen wir mit dir nochmal reden? Wir müssen ja nicht zuhören, weil das haben wir ja eben alles schon gehört. In der Mitte war, glaube ich, gar nichts bei den Viechern hier. Es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. So, gucken, ob wir wieder abstürzen. Leben. Zumindest nicht an der gleichen Stelle. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Ja, Elene. Wir gehen einfach weiter. Wir ignorieren das mal. Ich finde das hier nur gerade ein bisschen... Och nein, es ist nicht euer Ernst, ne? Ja, und herzlich willkommen zum 3. Mal zurück an der gleichen Stelle. Und diesmal kann ich die Sachen jetzt nicht mehr nehmen. Das ist nicht gut. Anscheinend ist das vollkommen random, was man alles bekommt. Heißt das jetzt, ich habe die Werkzeugstufe 2 nicht mehr freigeschaltet? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Kann ich das hier, kann ich das sehen? Doch, ich habe die freigeschaltet. Also das hat er anscheinend zumindest gespeichert. Also ich werde das Spiel nie begreifen. Ich meine, man hat schon einen extrem neuwertigen, was heißt neuwertigen, also einen komplett neuen Gaming-PC. Man hat die Anforderungen so, dass der PC, ja, was soll ich sagen, am Schlafen ist es vielleicht das falsche, der falsche Ausdruck, aber es ist halt nirgendwo eine Überlastung da. Nicht die geringste und trotzdem kackt das Spiel innerhalb von... Weiß ich nicht, 5 Minuten jetzt schon das zweite Mal ab. In der vorherigen Folge war alles okay. Wenigstens ist die Munition wieder dabei. Leider ist das links nicht mehr dabei diesmal. In der vorherigen Version war alles okay. Also das, wo wir nochmal neu starten mussten. Aber... Quatsch. In der letzten Folge meine ich, ist alles okay. Ja, red du von mir aus nochmal mit mir. Hallo. Verdammte Hunter. Können wir dann endlich weiter... Hätte uns treffen können. Weil ja, ich bin jetzt ein bisschen sauer, ehrlich gesagt, weil es einfach nicht funktioniert hier. Und ich verstehe auch nicht, wie man so ein Spiel rausbringen kann. Ich meine, ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als es hieß, ne, JBO und so. Was mit dem Überfall? Ja. Von beide Seiten. Nach dem Serienflop habe ich halt den Namen jetzt nicht so gut in Erinnerung. Wobei, ich glaube, die haben das auch auf PlayStation rausgebracht. Ich bin mir nicht sicher. So, wir müssen da hinten links. Versteh es, wie du willst. Also ich werde mir das auch nicht mehr anhören, weil das haben wir. Das haben wir uns ja schon mal angehört. Sollte es gar nicht klappen, müssen wir hier wirklich einen Cut machen, weil ich werde das Ding jetzt nicht 4, 5 Mal neu starten. Nur weil die das nicht auf die Kette kriegen, dass man das halt spielen kann. Resident Evil hat es ja sehr schön vorgemacht mit dem Remake, also vom 4. Teil. Das läuft alles einwandfrei. Ich habe noch nicht einmal Probleme damit gehabt.
Da ist wieder was zu lesen. Kapitel 2. Verbesserte Effektivität erster Hilfemaßnahmen auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Erstens, stabile Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch ein gerollter Stoff. Zweitens, Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen. Wenn möglich, sollten Gelenke ober- und unterhalb der Verletzung ebenfalls eingeschient werden. Die Schiene muss sicher oben und unterhalb der Verletzung befestigt werden. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. Durch Abtasten des Bereichs abseits der Verletzung kann eine angemessene Durchblutung der übrigen Extremitäten gesichert werden. Oh, es tut mir leid. Medikits sind jetzt 33% stärker. Okay. Ich finde das immer so toll, wenn es dann heißt, ich soll auf die Taste drücken und er macht dann was ganz anderes. Kann man das irgendwo sehen? Er hat jetzt gesagt, ich kann es sehen, wenn ich hier drauf gehe, aber nö. Da ist nichts. Okay. Dann schauen wir mal. Eindringlinge werden erschossen. Auf Überlebende wird nochmal geschossen. Okay. Da müssen wir rum oder da müssen wir rum? Das ist jetzt die Frage. Da können wir raus. Und da geht's weiter. Oder nur in einen Raum rein. Ja, sehr schön. Halt, was war das? Eine Karte. Ah! Busram Funnelcars hier. Was sind denn Funnelcars? Moment. Eine Karte der Hunter Hinterhaltspunkte. Ach so! Pistractions und Ambush hier. Okay. Das heißt jetzt was? Sagt er mir dann, wo ich lang soll oder nicht soll? Oder? Ah, Hallöchen. Dann an die Arbeit. Ja, das ist jetzt die Frage, was wir jetzt machen. Die andere Pistole. Ach nee, hier unten ist die Pistole. Das Problem ist, damit können wir nicht viel machen, ne? Wenn wir die jetzt verbessern, dass wir Nachladegeschwindigkeit, Schussfolge. Oh, da haben wir noch nicht mal. Dass wir mehr drin haben können. Das ist natürlich Mist. Nachladegeschwindigkeit 20 und 1. Pass auf, dann mache ich das mal. Weil wenn wir jetzt echt auf den Colt angewiesen sind und das so eine scheiß Waffe ist, dann müssen wir die zumindest irgendwie verbessern. Na, er zeigt natürlich nicht, was er gemacht hat, ne? Ja, ja. Bloß kein Anleitungsvideo hier. Schussfolge ermöglicht dir, ja, das ist klar. Was war denn das hier eigentlich? Erstelle einen zusätzlichen Platz im Fadenkreuz und schnell eine 2. Ah! Und wie mache ich das? Achso, nee, muss ich reingehen. Nein, dafür hätte ich. Och, nein. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen. Das wäre jetzt wirklich geil gewesen. Ich Doofkopf. Ach, Mann, eigentlich müsste ich darauf jetzt tatsächlich sammeln. Was können wir hier eigentlich noch machen mit der Pistole? Nachladetempo, Magazinkapazität. Haha, würde ich schön finden, wenn ich den Magazin hätte. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Gewehr. Das ist das, was ich für die Bosse im Endeffekt brauche. Also wenn da noch welche kommen. Ich hoffe es ja nicht, aber Nachladetempo, Reichweite, Rückstoß, Magazinkapazität. Ach, das ist aber auch nur plus eins mehr. Dann ist vielleicht Nachladetempo besser. Machen wir das jetzt mal. Eieiei, okay. Das nächste, oh, da brauche ich eins mehr für. Wollt ihr mich denn veräppeln? Okay. Das könnte ich theoretisch noch machen. Fast eine Kugel mehr. Bei Bosskämpfen nicht schlecht, ne? Ich mach's jetzt einfach mal. Ich verballer jetzt einfach mal alle Dinger da. Keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht, aber ich mach's trotzdem. So.
Das sieht gut aus. Ne? Ich hoffe. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir noch nehmen können? Pfeile. Das heißt, 5 haben wir wieder. Sehr schön. Wobei ich die eigentlich als Standardwaffe gerne drin hätte. Oben sind jetzt die Rauchbomben drin. Ach so, die Rauchbomben. Moment. Da brauche ich die in der Mitte für. Na gut. Hierfür habe ich noch genug. Das würde ich einmal verbessern. Das würde ich gerne bei einer anderen Waffe verbessern, aber, ne? Ich denke mir mal, damit wird sie wahrscheinlich auch weniger kaputt gehen. Also mache ich das erstmal. Und jetzt häng dich nicht wieder auf. Okay. Oh. Ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Ja, wir müssen weiter. Aber ich gucke trotzdem nochmal nach. Weil irgendwo im Spiel sollen ja auch diese Anhänger sein. Aber wenn man so gar nicht weiß, wo die sind, kann man die so schnell, habe ich gemerkt, übersehen. War da nicht gerade irgendwas? Ist nicht irgendwas aufgeblinkt? Scheint nicht. Die sollst du übrigens standardmäßig ziehen. So, okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie, langsam. Wart auf mich. Was? Ellie, da unten sind Zombies. Nicht vorlaufen. Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Also Joel hier mit so einem riesen Krach am Runterspringen und sagt dann zu ihr, da nicht so laut. Tch. Erwachsene. Okay, hier können wir nichts machen. Höre ich denn hier irgendwas? Weil wenn er das schon so sagt... Oder hinten? Ah ne, das ist nur... Springt er da eigentlich leiser runter, wenn man es so macht? Ein bisschen, ne? Ah, das sieht aber auch wieder so aus. Als ob das nichts Gutes für uns bedeutet, hier durchzulaufen. Ich pfeife! Dein Ernst? Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, wenn du das machst und dich jeder hört. Das stimmt. Oh, ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte gerade sagen, der lebt doch nicht mehr, oder? Da ist noch was. Ach, ein Heftchen. Ach, wie cool. Dir gefallen. Savage Starlight. Terminierungsschock. Okay. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, cool. Hm? Ne, da war doch nichts. Da ist nichts, so wie es aussieht. Hat der Herr hier noch was für uns? Nee, ne? Nee. Okay. Ja, geil. Kann ich aber nicht mit ihr reden, oder? Und ihr das geben? Nee. Anscheinend nicht. Moment. Da ist was zum Angucken. Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Okay. Ja. Was war hier los? Waren das Jäger? Ich bin mir nicht sicher. Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Mhm. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Yep. Ja. Yeah. Aber das ist das verquerte Denken von Militärleuten. Wenn man so möchte, sind Militärleute Querdenker. Moment, halt, da war doch gerade was. Achso, das war nur... Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir werden doch jetzt beschossen, oder? So wie das hier alles steht und mit den Flaschen. Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Schießen gelernt. Ellie, runter. Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treffe dich gleich. Wow, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe.
Wo sind sie denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Glückspilze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Genau, geht ihr mal schön weiter und lasst uns in Ruhe. Ellie, komm weg da. Ich weiß nicht, wo du bist. Scheiß drauf. Ich warte nicht länger. Lasst uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal. Ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten. Ja? Was machst du dann? What's up? Ja, ich warte. Okay. Ich hätte sie vielleicht jetzt auch mit einem Cocktail oder sowas, also hier mit einer Nadelbombe treffen sollen, wenn die hier zusammenstehen. Vielleicht hätte ich da tatsächlich Munition oder sowas bekommen. Das wäre natürlich geil gewesen. Ich weiß nur nicht, ob die wiederkommen. Ich glaube, sie sind weg. Oder ob noch mehr kommen. Die machen mir Angst. Ja, mir macht so ziemlich alles Angst hier in diesem Spiel. Sieht dort. So, Frage ist, können wir hier hoch? Oder müssen wir woanders rumschleichen? Ellie, wo läufst du hin? Achso, oder können wir auf das Auto rauf? Ah, sehr schön. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall weiter, nehme ich mal an. Dann würde ich mal sagen, in der Hoffnung, dass die jetzt nicht wiederkommen, gucken wir hier nochmal kurz. Aber es sieht nicht so aus, als ob da irgendwo Munition oder so liegt. Das ist ein Stein. Den haben wir natürlich voll. Weil voll immer so relativ ist. Okay. Ah ne, da kommen wir nur wieder hier rein. Okay, ja, dann können wir... Dann können wir da hoch und können zur anderen Seite. Joel will auch nicht mehr laufen. Der alte Mann ist echt schon... Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Okay, können wir einfach runtergehen und die Klappe halten, Ellie? Ich würde nämlich gerne die Folge beenden. Okay, ist es noch weit. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Mhm. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Man weiß nur nicht, was dahinter kommt. Korrupte Schweine. Ihr sterbt, bevor wir verhungern. Ja, das haben wir ja schon mal gesehen. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, ich weiß ja nicht, wo wir jetzt hinkommen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Dann haben wir ungefähr unsere halbe Stunde nämlich wieder durch, dank des dreifachen Neustarts. Und ja, ich kann meine Pumpe mal ein wenig ausruhen für ein paar Sekunden, bis ich wieder aufnehme. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.